und herzlich willkommen zu Podcastingstar, dem Spiel, in dem so ähnlich wie Haustiere, so Teacup-Erwachsen. Ah, doch, die habe ich auch Kinder. Spaß mal. Das ja. Spiel, in dem Kinder in beliebte deutsche Podcasts reinhören und erzählen, was da so passiert. Ihr müsst raten, um welche Podcasts es sich handelt. Mhm. Und wenn ihr das wisst, dann buzzert ihr, was das Zeug hält. Und einer von euch hat gewonnen. Aha, okay. Ich muss mich mal einen etwas festeren Stand bringen hier. Okay, Hände auf den Rücken, würde ich sagen. Oh. Seid ihr bereit? Ja. Dann Mats ab. Es sind gerade zwei. Ich glaube, die reden jetzt darüber, wo sich Corona am stärksten aufgesät hat. Ein Virologe. Und sie reden darüber. Wer heißt denn der? Ich hab sie nie gehört. Ja, Ariana. Es könnte jetzt auch ganz falsch sein, aber wenn es naheliegend wäre, wäre es das Corona-Update mit Dr. Drosten und einer wahnsinnig klugen Frau vom NDR. Es ist vollkommen richtig. Es ist sexy Christian Drosten und die sexy Redakteurin vom NDR. Findest du den sexy? Nächstes. Ein Thema. Mann des Volkes, er hat schöne Locken und er gibt mir Hoffnung. Das reicht. Ja. Absolut. Nächstes Mal. Zwei Frauen. Ein Mann und eine Frau. Ich glaube, es sind für Erwachsene und Kinder. Die reden über Top 3 Saugsprüche. Die eine ist, glaube ich, Moderatorin und die andere auch. Nee, der Podcast finde ich doof. Klappsack, klapp. Habe ich das richtig verstanden? Frau und Mann oder zwei Frauen? Ich habe Mann und Frau. Also Frau und Mann, Mann und Frau. Ich sag dick und doof. Vielleicht einen Tipp? Es handelt sich um zwei Frauen. Nicht dick und doof. Ariana? Zwei Frauen nicht lustig. Herrin, der kann es ja schon mal nicht sein. Es sind vielleicht zwei lustige Frauen. Na, ein Podcast mit zwei lustigen Frauen? Oh, das ist schwer. Oh, warte. Ich löse auf. Es ist Herrengedeck. Oh. Herrengedeck! Waren aber schlechte Tipps. Schlechte Einschätzung. Dritter Versuch zur Ehrenrettung. Mats ab. Schon wieder Männer. Ich glaube, das sind drei. Einer ist Autor, der andere ist Taxifahrer. Und die reden ja. Na, das war zu schnell. Bei Autor habe ich gebuzzert, dann kam der Taxifahrer. Da dachte ich, what the face? Ich probiere es einfach trotzdem. Das sind ja Kinder, die sind ja auch nicht ganz zurechnungsfähig, ne? Hat man ja gerade auch schon gemerkt. Ich sag einfach gemischtes Hack, weil Autor. Ich sag hier das mit dem Schwanz. Hier, Schwanz, wie heißt das denn nochmal? Hier, mit den drei schwulen Typen, die über Sex reden. Aber ihr könnt doch euren Kindern da nicht. Da. Wollen wir noch mal weiter reinhören vielleicht? Ja, okay. Und die reden jetzt darüber, dass ein Thomas noch ein Thomas hat. Also meine Eltern lachen richtig darüber, aber ich finde es gut zum Einschlafen. Ich glaube, der eine heißt Thomas, der andere glaube ich. DAX-Vorstand? Irgendwas mit DAX-Vorstand? Ariana? So, jetzt, am Anfang wolltet ihr uns in die Irre führen, aber jetzt bin ich euch auf die Schliche gekommen. Es ist Baywatch Berlin. Und damit liegt sie richtig und Ariane hat gewonnen. Und so bin ich an den Comedy-Preis gekommen, Ariane. Ich sag mal, Ari hat gewonnen. Das ist richtig, eine Ari hat gewonnen. Eine. Woo! Danke, dass du da warst. Podcast-Dings.